Willkommen in der Sentinel Bay. Dank meines Patreon-Supporters Alex gucken wir heute auf eine weitere Farbvariante des New Age Toys Optimus Prime Molds. Wir schauen auf Emperor Slaughter, besser bekannt als Shattered Glass Optimus Prime. Kurzer Blick auf die Box, ich will da gar nicht zu viele Worte drüber verlieren. Wir haben rundherum Fotos von der Figur in unterschiedlichen Posen, die sehr, sehr cool aussehen. Wir haben dieses 80er-Jahre-Gitter hier mit diesen Streifen, was so ein bisschen an das Transformers-Logo erinnert, genau wie dieses Design hier unten. Ich zeige euch die hauptsächlich deshalb, weil hier wieder so ein super geiles Artwork drauf ist. Und auch das ist mit Sicherheit wieder irgendeine Referenz an einen Film oder ein Videospiel. Und es kommt mir auch total bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Also bitte, 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 wenn irgendjemand weiß, was die Referenz hierfür ist, schreibt es mir mal hier unten in die Kommentare. Da kann ich nachts vielleicht wieder ruhig schlafen. Hier haben wir Plastic Clamshell, das kennen wir von New Age auch schon. Und die Anleitung ist dieses Faltblatt. Die funktioniert zwar inhaltlich sehr gut, aber ich finde die halt vom Handling umständlich und ja, nicht sonderlich Premium. Aber naja, mehr kriegen wir nicht. Was willst du machen? Und da haben wir Emperor Slaughter in seinem Bot-Modus. Es ist genau der gleiche Mold wie der Ultra Magnus Core Bot, den ich euch damals gezeigt habe. Den haben wir damals vom Truck in den Bot-Modus transformiert. Deswegen machen wir es heute andersrum, dass wir beide Wege entsprechend hier auf dem Kanal haben. Der hat generell ähnliches Zubehör wie die anderen Optimi? Was sind da die Mehrzahl? Die ich euch gezeigt habe auch schon. Es gibt aber noch ein paar zusätzliche. Einmal haben wir seinen Blaster mit einem grünen Farbakzent. Der sieht ganz cool aus. Wir haben hier die Faust, ist normalerweise vorinstalliert. Da passt er dann auch wunderbar rein. Gar kein Thema. Wir haben die Axt, diesmal in gelb-transparentem Kunststoff. Auch die funktioniert wunderbar. Einfach an die Stelle stecken. Wir haben neu dazu diese Handwaffe hier, die so aus seinem Arm rauswächst. Ich weiß nicht, ob das einen Hintergrund hat in Shattered Glass. Habe ich ja leider nie lesen können. Allerdings sieht das ziemlich cool aus, ja. Steckt da genauso dran wie die Hände und die Äxte auch. Wir haben da noch hier diesen Haken, der ist auch ziemlich garstig irgendwie. Ist cool, gefällt mir. Bisschen was von Animated Lockdown, aber auch das hat mit Sicherheit einen Hintergrund. Und wir haben halt hier die Austauschhände, die wir schon kennen, die offene Hand und die zeigende Hand. 80s Fingerguns, piu piu. Das passt alles und warte mal, wenn die Faust wieder dran, so ganz ohne Hand ist dann doch irgendwie doof. Und wir kriegen als letztes Zubehörteil, kriegen wir dieses sehr, sehr coole Schwert. Gelb transparenter Kunststoff und hier unten dann entsprechend schwarz bemalt, passt ebenfalls wunderbar in die Hand, sieht von beiden Seiten schön aus, schöne Details, das ist alles problemlos. Ihr seht fast schon ein bisschen zu gut in der Hand. Und dann haben wir hier Shattered Glass Optimus Prime Emperor Slaughter und das sieht absolut geil aus. Super gut, ich liebe ja diese ganzen Shattered Glass Farbschemata, gefallen mir eigentlich durch die Bank weg richtig gut. Ich muss sagen, jetzt diese kleinen, ich überlege ja doch tatsächlich, irgendwie hätte ich Shattered Glass ganz gerne in der Sammlung. Vielleicht ist Legends ein Weg dafür, damit ich nicht ganz so viel Platz dafür verbrauche. Also der ist auf jeden Fall eine Steilvorlage, da was anzufangen, weil der ist super. Wir haben erstmal hier auf dem Kopf haben wir hier Gold. Also erstmal der Kopf selber ist dieses, ist auch, würde ich fast vermuten, eine Farbschicht, dieses Gunmetal Dunkelgrau. Und dann hier Silber für die Gesichtsplatte mit dem Riss drin, der ist aufgemalt. Die roten Augen, die leuchten dann richtig an, das sieht super aus. Das Gold oben kommt gut durch. Dann haben wir hier Gelb-Transparent für die Fenster ebenfalls mit dem Riss. Das ist halt einfach so. Es hat sehr aufgemalt. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch noch ein bisschen realistischer hinkriegen könnte, aber es ist, denke ich, okay. Wir haben hier das erste Mal, soweit ich mich erinnere, haben wir die Lichter sowohl vorne als auch hinten bemalt. Also diese Doppelbeleuchtung sozusagen. Bisher hatte ich ja immer gesagt, ich kann es akzeptieren, weil die aus dem Alt-Mode in der Regel nicht bemalt waren und dadurch nicht aufgefallen sind. Hier ist es jetzt so und hier stört es mich auch tatsächlich. Also das scheint tatsächlich der Trick zu sein, wenn man nicht will, dass einem das zu sehr negativ auffällt, dann darf man das nicht bemalen. Generell beschwere ich mich ja nicht über Bemalung, aber in dem Fall finde ich es eher ablenkend. Das Grün ist aber ein cooler Farbton. Wir haben auf der ganzen Figur verteilt, haben wir hier so kleine Kratzer und Schmarren drauf gemalt oder gedruckt wahrscheinlich vielmehr, auch hier unten. Das sieht gut aus. Ich finde, es ist gut gemacht. So leichte Farbverläufe drin. Es geht auch mal über die Ecken drüber, sodass es einigermaßen realistisch aussieht. Hier die Auspuffrohre sind so ein bisschen mittleres Silber, auch so ein halbes Gunmetal, sieht cool aus, goldener Akzent hier unten, das ist klasse. Hier unten haben wir diese Kratzer halt dann nicht mehr drauf, da geht so ein bisschen die Illusion verloren. Und was ich super geil finde, ist, war dann glaube ich andersrum, ne? Hier sein Till All Are Gone Aufdruck, sehr, sehr gut lesbar, sieht man dann entsprechend auch im Truck-Modus noch, der ist stark. Und hier hinten haben wir noch ein zusätzliches Zubehörteil, das habe ich eben gar nicht erwähnt, und zwar ist das sein Jetpack. Nicht ganz so einfach dran zu kriegen, aber genauso schön lila lackiert wie der Rest auch und hier unten dann matt schwarz. Das Jetpack ist, glaube ich, bei Optimus war das gar nicht dabei, wurde es ja eigentlich so, das ist ja das, was das Sideswipe-Jetpack sozusagen, das hat man hier noch mit dazu gepackt. Schade ist, dass man keine passenden Blast-Effekte hat, dass er auch wirklich fliegen kann, das wäre noch ganz nett gewesen. Und ihr seht, das sitzt ziemlich fest da drauf.
Aber das funktioniert. Hier haben wir noch so einen grün-goldenen Akzent irgendwie. Auf beiden Seiten. Mal gucken, der kommt jetzt hier. Das sind die Fenster. Kollege, was ist das denn? Das sind ja transparente Teile. Das sind die Fenster aus dem Truck-Modus. Also, Farbschema gut zum Mode selber, habe ich schon eine Menge gesagt. Der ist absolut fantastisch. Ne? Es ist also, wie gesagt, der Ultra Magnus Mode, nicht der Optimus Mode. Aber die zwei unterscheiden sich im Prinzip kaum hauptsächlich darin, dass wir hier halt eine durchgehende Platte haben statt der Einzelteile. Da finde ich sicherlich den Prime-Mold schöner als den Magnus-Mold. Auch der Rücken ist bei Prime noch ein bisschen aufgeräumt über diesen glatten Teilen an der Seite und so. Das ist schön, aber ansonsten die Beine sind ein bisschen anders. Aber richtig großen Vor- oder Nachteile haben sie da beide nicht. Die sind beide sehr, sehr gut. Der Kopf sitzt auf einer Kugel, maximaler Blick nach oben, leichter Blick nach unten generell. Und wenn ihr diese Platte hier benutzt, könnt ihr das Ganze über das Scharnier auch noch weiter runterziehen. Wir gehen hier jetzt ganz schnell drüber, denn es ist genau die gleiche Artikulation wie beim Magnus Coreboard. Aber der eine oder andere hat es vielleicht nicht gesehen, deswegen gucken wir es uns kurz an. Der Arm 90 Grad nach draußen, das geht hier so ein bisschen, ist hier ein bisschen im Weg, ne? Das passt wunderbar. Butterfly-Gelenk nur minimal hier. Wir haben eine Rotation nicht hier oben, wo man es erwarten würde, sondern direkt oberhalb des Ellenbogens. Der Ellenbogen selber, einfaches Gelenk 90 Grad. Die Hände lassen sich rotieren oder halt dann entsprechend wechseln. Der Torso rotiert 360 Grad und hat hier diese Armatur. Dadurch könnte ihn im Prinzip nach hinten kippen. Das reißt aber ihn komplett hier auseinander. Man sieht es dann auch. Ja, also wenn, dann müsste man für so eine Pose von hinten, das kann man es vielleicht nutzen, aber nicht richtig sinnvoll. Vor allem kann man es halt nach vorne benutzen. Und da kommt er dann, wenn man das voll ausreizt, kommt er auch wirklich weit, weit runter. Das ist cool. Und eine Toleranz bei der Figur durch die Bank weg. Sehr, sehr gut. Dann haben wir die Beine. Wie gesagt, einfaches Hüftschild nach vorne plus die Klappen an der Seite. Und die Beine sind so Dropdown-Gelenke. Die kann man also hier nochmal nach unten ziehen. Das ist, glaube ich, ein Transformationsgelenk, bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, wenn ihr sie oben habt, kriegt ihr das Bein trotzdem schon voll nach außen. Also für die Artikulation spielt dieser Dropdown eigentlich keine Rolle. Voll, mehr als voll nach vorne. Hinten haben wir auch noch eine Klappe. Geht nach hinten. Rotation funktioniert. Das Knie doppelt, ne? Volle Reichweite, kein Problem. Und der Fuß geht sehr, sehr weit nach oben, super gut. Geht nicht nach unten. Wir haben auch keine Ferse oder ähnliches. Das ist, kann ein Problem sein, das ist aber, denke ich, akzeptabel. Die Zehen vorne, sie lassen sich auch nicht separat justieren. Das ist, glaube ich, auch anders beim Optimus Mode. Und ihr habt dann hier das Ausstellen des Fußes maximal nach innen. Reißt halt hier die Lücke. Deswegen habt ihr hier noch so die Option, auch einfach nur das mit den Zehen abzustützen, was sicherlich besser aussieht für die meisten Posen. Und das geht, glaube ich, sogar in beide Richtungen. Jawohl, also auch Laufgeschichten sollten hiermit absolut möglich sein. Sehr beeindruckende Beweglichkeit für so eine kleine Figur und absolut phänomenale Gelenke. Gemessen und gewogen kommt die Figur auf ungefähr 59 Gramm und von Kopf bis Fuß ziemlich genau 11,5 Zentimeter. Und da ich jetzt keine passenden Shattered Glass Figuren irgendwie hier zur Hand habe, nehmen wir mal etwas, um denjenigen, die sich unter dieser Legends Class nichts vorstellen können, um da einen besseren Eindruck zu geben. Das hier ist Deluxe Class Six Gun aus War for Cybertron Siege. Also der ist ungefähr so, was hat denn der? 14 cm etwa, also relativ normale Deluxe-Größe. Und das hier ist halt das Legends-Format, ist deutlich kleiner. Für die Verwandlung bringt ihr zunächst die Arme hier aus dem Weg, bringt die Beine hier auf diesen Dropdown-Gelenken nach unten, klappt den Torso so leicht weg und dann nehmt ihr hier euer Hüftschild, dreht das einmal hier 180 Grad rum und wo ihr schon den Zugriff habt, bringt auch gleich die kleinen Schilde hier nach draußen und dann nehmt ihr den ganzen Torso und klappt ihn hier an diesem Gelenk nach hinten. Öffnet die Taille hier an der Seite, indem ihr diese Teile nach unten zieht und diesen ganzen Teil einmal hier nach unten wegklappt, damit ihr ein bisschen Spielraum bekommt und dann habt ihr hier hinten diese Klappe, die bringt ihr nach oben. Zieht jetzt diesen ganzen Teil einmal hier raus, den Kopf klappt ihr hier nach innen und versenkt ihn dann so hier, dass das hier wieder eine Fläche gibt. Nehmt die Brust, dreht sie einmal hier nach unten und schwingt sie einmal 180 Grad rum, dass die Stoßstange wieder nach vorne zeigt. Und dann habt ihr hier die Fenster, die klappt ihr hier zur Seite raus und schwingt dann diesen ganzen Teil einmal hier komplett nach vorne und bringt den Teil nach unten. Dreht die Hüfte einmal um 180 Grad rum und dann nehmt ihr hier euren Arm und bringt den hier an der Stelle einmal nach hinten, das Schultergelenk dreht ihr parallel in die andere Richtung und dann bringt ihr den Arm hier nach unten und den Teil nach draußen. Jetzt habt ihr hier die Klappe, dann müsst ihr den Arm am besten anwinkeln, dann könnt ihr die hier am besten öffnen, zack. Dann klappt sie dann hier an dem Gelenk rein, die Faust dreht ihr um 180 Grad rum und jetzt bringt ihr das Ganze hier nach hinten und schwingt es hier nach unten. Damit das allerdings passt, müsst ihr diesen Teil hier entsprechend runterschwingen und dann rutscht der Arm hier rein und der hat hier innen, ne, da ist die Öffnung und da ist der entsprechende Pin. Das ist leider ein Blindflug und nicht ganz so einfach zu treffen und den braucht man, um es final zu arretieren, braucht ihr auch ein bisschen Kraft. Jetzt hat sich die Faust hier verdreht, das ist nicht gut. Das muss schon alles relativ ordentlich sitzen und dann müsst ihr das hier so ein bisschen zusammenfummeln und dann hoffen, dass ihr es irgendwann trefft. Jawohl, jetzt ist es eingerastet, ne, und dann habt ihr hier unten das Teil
kommt dann so grob hier in die Ecke. Das findet sich am Ende alles noch. Drückt jetzt den Kühlergrill einmal hier flach vorne dran und dann könnt ihr hier an der Stelle die Türen einmal rausfalten. Gucken, die ist ganz einfach drunter, alles sehr, sehr klein. Und dann müsst ihr jetzt gucken, dass ihr das hier vorne, ne, alles zentral ausrichtet, dass das da drüber geht und dass die Türen hier an der Stelle zugehen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie die Hände zu liegen haben, damit es passt. Na doch, scheint so zu gehen. Müssen wir gucken, dass hier dass die Radhäuser richtig ausgerichtet sind. Das ist soweit alles in Ordnung. Und dann nehmt ihr die Hüftklappe, schwingt die hier rum und arretiert das Ganze hier. Dreht das Bein um 180 Grad rum, schwingt den Fuß hier nach außen und hier nach oben. Und dann habt ihr diese Klappe, die bringt ihr hier nach draußen mit den beiden Reifen. Und den Fuß dreht ihr hier 90 Grad nach innen. Jetzt könnt ihr diese Klappe hier nehmen, bringt die hier an der Stelle nach oben. Und dann habt ihr hier diese Teile hier, die zwei, die könnt ihr voneinander trennen. Das schwingt ihr nach außen und den Teil nach innen, ne, könnt ihr hier entsprechend dann schon mal damit verheiraten. Und dann habt ihr hier diese Platte, zieht ihr leicht nach unten und schwingt sie 180 Grad rum. Den Teil schwingt ihr sauber hier nach innen und dann dreht ihr das alles hier, ne, seht ihr schon, die Richtung stimmt. Den Teil klappt ihr ein, den bringt ihr hier nach unten und dann schwingt ihr das alles hier grob in Richtung Hüfte. Bringt die Beine jetzt hier in der Mitte zusammen und dann müsst ihr das Ganze nur mit dem Hüftschild hier arretieren. Da sind so kleine Nasen, das passiert mehr oder minder von selber. Hier kann man es noch erkennen. Dann packt ihr das einfach hier unter das Hüftschild drunter, drückt alles ein bisschen zusammen. Und dann seid ihr mit Emperor Slaughter in seinem Truck-Modus fertig. Und der gefällt mir ja ehrlich gesagt besser als der Optimus Prime, weil er nicht diese langen Überhänge hier hinten hat. Und auch hier passt ja der Trailer dran. Also ich hätte mir fast schon gewünscht, dass man einfach diesen einen Mold gehabt hätte und hätte dann auf diesen extra Mold für David, also Optimus Prime, dann entsprechend verzichtet. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr cool. Jetzt keine wirklich neuen Akzente. Die Kratzer kommen jetzt hier nochmal schön durch. Hier unten sieht klasse aus. Die grünen Lichter sind toll. Den Sprung in der Scheibe haben wir auch hier entsprechend mit drauf. Das ist nicht die gleiche Scheibe, ne? Die ist ja hier da unten drin versteckt. Hier sind natürlich die grünen Lichter jetzt toll, weil es nicht von nichts ablenkt. Ne, der Spruch an der Seite kommt nochmal schön durch. Wir haben wieder diesen großen Pins für die Felgen. Mag ich persönlich nicht so gerne, aber es ist okay. Was halt hier ein bisschen, sag mal, improvisiert ist, sind diese Tanks hier an der Seite. Das ist halt mehr so eine bemalte Fläche. Ne? Hier sind da die Tanks aus dem Bot-Modus hinten ganz gut versteckt. Dadurch hat er keine Rücklichter. Er baut auch, naja, nicht hoch auf, aber schon ein bisschen bullig hier hinten. Aber er hat keine Fußüberhänge. Ist generell ziemlich abgeschlossen. Du siehst, vom Bot siehst du eigentlich gar nichts mehr. Sehr, sehr beeindruckend alles in allem. Zum Vergleich haben wir hier seinen Mold-Bruder. Auch den werden wir uns hier final noch angucken. Das ist Nemesis Prime. Ne? Ansonsten genau der gleiche Mold, nur anderes Farbschema. Kann man schon erkennen, aber finde ich es auch nochmal einen Blick wert. Und wer sich auch hier unter der Größe nichts vorstellen kann, zum Vergleich einmal Masterpiece Prowl. Fazit zum Mold kann ich nicht mehr viel Neues sagen. Das Ding ist absolut faszinierend und ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich diesen Mold hier etwas besser finde als den Optimus Prime Mold, ganz klassisch. Gerade weil der Old Mold halt einfach noch ein bisschen cleaner aussieht, ohne dass man großartig Abstriche hat in der Roboterform. Von daher ist das schon okay. Vor allem ist halt die Shattered Glass Deko sehr interessant. Ich finde die Kratzer, die drauf sind, sind eigentlich ziemlich gut gemacht. Dieser Print an der Seite mit dem Till All Are Gone finde ich gut. Das Farbschema mit dem Gelb transparent, das funktioniert super, ist wirklich klasse umgesetzt. Wir haben tolles Zubehör mit dem Schwert und mit dem Haar, was so ein bisschen spezifisch ist, und auch diese Handwaffe ist ganz cool, auch wenn die rein nur schwarzes Plastik ist ohne zusätzliche Akzente. Vor allem aber finde ich, ist, dass der Kopf wirklich geil aussieht mit diesen glänzend roten Augen, die einen so richtig böse anfunken. Also das kommt richtig, richtig gut. Schönes Repaint, natürlich sehr, sehr offensichtlich. Kommt eigentlich immer, wenn man den Optimus Prime kriegt, kommt irgendwann auch die Shattered Glass Variante. Diese hier ist aber definitiv eine sehr, sehr gute. Wenn allerdings auch, wie eigentlich immer bei New Age oder generell momentan im Legends Sektor, ein kleines bisschen zu teuer. Soweit mein Video zum New Age Toys Emperor Slaughter. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gerne wie Alex auf Patreon und checkt meine anderen New Age Reviews hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.